Sie ist eine Grossrätin, die ab und zu für Gesprächsstoff sorgt. Vielleicht ist sie bald in Bern. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Glarner trifft auf Glarner TV. Mein heutiger Gast ist Nicole Müller-Boder, Nationalratskandidatin. Hoi Nick. Hoi Andi. Du bist auf dem 7. Listenplatz von der SVP-Liste. 7 Sitze haben wir heute. Wie beurteilst du deine Chancen? Sie sind sicher intakt, sie sind da. Man muss aber natürlich auch aufpassen und schauen, was passiert. Wir haben sehr gute Namen drauf, die hinter mir stehen. Aber ich werde alles geben. Vor 4 Jahren hast du einen Listenplatz verloren. Was machst du einmal besser? Ich denke, ich bin seither Grossrätin. Ich habe einen besseren Bekanntheitsgrad. Ich bin vor 4 Jahren das allererste Mal gestartet, ohne grosse politische Mandate im Rücken und relativ weit hinten. Dann hat man auch gewusst, dass die Chancen relativ gering sind. Deine berufliche Laufbahn ist ja schnell aufgezählt. Du bist Familienmanager, du bist Hausfrau, Mutter von 2 Kindern und Fitnessinstruktorin. Lange das für Bern? Es langt ja scheinbar auch, wenn man einfach nur Student oder Studentin ist. Und ich komme doch aus der Wirtschaft. Ich habe ja, bevor ich Kinder hatte, ganz normal gearbeitet und eine Ausbildung gemacht. Ich habe zum Beispiel 7 Jahre lang für namhafte Firmen, KMUs, kleine Betriebe, Personal rekrutiert. Und bin so natürlich am Puls der Wirtschaft gewesen. Und ich weiss, was es heisst, in der Wirtschaft tätig zu sein. Ich finde es auch nicht schlecht, wenn man eine kurze Pause macht und das Kind schaut. Im Gegenteil, ich finde das eine sehr wichtige Aufgabe, die eben heute unterschätzt wird. Und ich bin dann ziemlich gleich wieder eingestiegen im Teilzeitpensum, habe mich einfach in dieser Zeit natürlich weitergebildet. Also, ich habe nicht einfach irgendein Kürzchen gemacht, ich bin an die Sportakademie auf Zürich gegangen. Und ich denke, es braucht in Bern auch Leute mit gesundem Menschenverstand und man macht Politik fürs Volk, also braucht es auch jemanden vom Volk und das bin ich. Du bist seit 2,5 Jahren Grossrätin. Was hast du dort erreicht? Was ist dein grösster Erfolg? Ich würde sagen, das ist jetzt gerade sehr kürzlich aktuell gewesen. Wir haben dafür gekämpft, dass man mehr von den Steuern abziehen kann für die Krankenkassenprämien, die ja immer mehr steigen. Aber wir haben den Abzug seit vielen, vielen Jahren immer auf dem gleichen Niveau gehabt. 3 Anläufe hat es gebraucht, ich habe nicht aufgegeben. Jetzt haben wir es geschafft. Du bezeichnest dich als Familienpolitikerin. Was läuft denn falsch in der schweizerischen Familienpolitik? Heute ist es eigentlich salonfähig geworden. Es wird also gar noch gefördert, dass man Kind möglichst nach der Geburt an den Staat delegiert. Wenn eine Frau sich entscheidet, oder notabene auch ein Mann, daheim zu bleiben und das Kind selber zu schauen, wird er belächelt. Und das heisst eben, wie vorher die andere Frage, reicht denn das für auf Bern? Oder? Dabei finde ich das eine der wichtigsten Aufgaben. Ich bin auch überzeugt, dass man weniger Schulsozialarbeiter und Heilpädagogen und dergleichen in den Schulzimmern braucht, wenn die Eltern daheim wieder ein bisschen mehr auf ihre Kinder schauen würden. Du bist gegen staatliche Unterstützung von Kinderkrippen. Wäre es nicht wichtig für die Wirtschaft, dass die Frauen eben der Wirtschaft erhalten bleiben? Ich bin nicht dagegen, dass sie erhalten bleiben. Aber es spricht auch nichts dagegen, dass man mal ein paar Jahre vielleicht aussetzt und später wieder einsteigt. Ich habe das genützt, um mich umschulen, weiterbilden, als ich daheim war, um dann in ein anderes Mädchen hineinzugehen, wo man besser vereinbaren kann mit den Kindern. Und bin heute ja auch wieder in der Wirtschaft drin. Und das schafft man aber, wie ich es auch geschafft habe, ohne staatliche Hilfe in der Regel. Du forderst, dass die Zeit jetzt alt im Kindergarten von 4 wieder auf 5 Jahre angehoben wird. Im europäischen Vergleich wären wir da ziemlich neben draussen. Wir schneiden bei der PISA-Studie schlechter ab. Wäre das nicht ein Rückschritt? Nein, ich schaue es als wieder Fortschritt an. Es ist nicht immer alles schlechter, was früher war. Und man macht heute nicht immer alles besser, man verändert. Ich habe 2 Kinder, wo eins mit 5 in die Kindes kam, eins mit 4. Den Unterschied merkst du. Das ist auch, wenn es dann heisst bei der Einschulung, es ist alles tipptopp, aber es spielt halt noch gern. Und ich muss sagen, dass ein Kind mit, damals ist sie noch nicht mal 5, was um die Einschulung ging, noch gern spielt, sollte normal sein. Ich bin der Meinung, wir würden wieder besser abschneiden, haben wir früher ja auch. Und dort ist sie das Alter bei 5. Die Kinder lassen Kinder, die kommen noch früh genug in die ganze Mühle rein. Du hast mitbekommen, im Parlament war der Vaterschaftsurlaub ein Thema. Wie viel Vaterschaftsurlaub braucht es? 0. Wir haben ganz normale Ferien. Jeder hat die jetzt gut. 4 Wochen ist es meistens. Es gibt auch Geschäfte, da hat man 5 Wochen. Jedes Geschäft kann für sich, jede Firma kann für sich entscheiden, wie viel Urlaub das es einem Vater geben will für die Geburt. In der Regel sind es 1 Tag. Das war bei uns auch so. Mein Mann hat Ferien genommen.
Weil es ist wichtig, dass man als Mutter Unterstützung hat am Anfang, das muss ich zugeben, aber es muss nicht so sein, dass das zusätzliche Ferien sein müssen oder der Arbeitgeber oder der Staat müsste finanzieren. Die Ferien kannst du beziehen. Wechseln wir zu einem anderen Kernthema von dir, zum Islam. Du bist dort eine massive Kritikerin. Deine Schwester hingegen ist zum Islam konvertiert. Wie gehst du mit dem um? Also das Thema meiner Schwester möchte ich nicht mehr gross thematisieren. Ich will sie hier draus halten. Aber Fakt ist, dass sie inzwischen im Islam zurückgekehrt hat. Und das hat auch seinen Grund. Das hat dich damals aber sicher gewurmt. Wie bist du mit dem umgegangen? Was haben wir heute für ein Verhältnis? Wir haben heute ein sehr gutes Verhältnis. Es ist am Anfang natürlich hat es mich gewurmt. Das ist logisch. Aber sie ist eine erwachsene Person, auch damals schon gewesen, mit ihren eigenen Entscheidungen, mit ihrem eigenen Kopf. Und das muss man akzeptieren. Du bestreitest den menschengemachten Klimawandel. Hast dich Anfangs Jahr auf Twitter mit einem Ice Age-Vergleich zum Gespött gemacht. Wie beurteilst du das heute? Bereust du das? Nein, weil so wie ich es geschrieben habe, hat das auch gepasst. Es war auch ironisch gemeint. Ich hatte auch ein entsprechendes Smiley hinter dem Post. Und hat die Medien das alles so abgedruckt, wie es eben wirklich geschrieben wurde, vielleicht auch noch mit der Diskussion, wo dem vorangegangen ist, dann hat es gar nicht so einen Wirbel gegeben, weil dann hat da jeder verstanden, wie es gemeint war. Ich lese Kommentare zum Teil sogar in den Medien. Wie hast du denn als blondes Dummchen hergestellt? Wie gehst du mit dem um? Relativ einfach. Also, das Interessante ist ja, dass genau die immer sagen, wir müssen Frauen fördern und wir dürfen ja nicht sexistisch sein und wir dürfen nicht auf die Frauen oder aufs Aussehen schiessen, dass von denen die schlimmsten Kommentare kommen. Und das relativiert sich dann natürlich. Was für mich aber gut ist, dass ich jetzt im Moment im Besitz bin von fast 10 Strafbefehlen, die inzwischen noch rechtskräftig sind. Ich kann mich auch verwehren, nachdem es wirklich nicht mehr aufgehört hat. Und es gibt mir jetzt recht, dass man doch nicht ganz alles darf, auch wenn es im Internet ist. Danke vielmals, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Glück bei den Wahlen. Danke. Mehr Power nach Bern, ich glaube, dein Slogan. Genau. Ihnen danke ich herzlich fürs Zuschauen. Das war es von Klarna trifft. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.